Hallo, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator hier auf Little Norton. Der Helfer, der macht da hinten den Soja kurz und klein. Und ich würde sagen, wir machen in der Zeit mal das Stroh hier ein bisschen viereckig. Weil die Zeit kann ja sinnvoll genutzt werden. Wir brauchen da nicht zugucken und warten. Deswegen legen wir doch hier einfach mal los. So, kriegen wir das hier breit weg? Jawohl, perfekt. Ich hätte ja ehrlich gesagt immer noch Bock, mal eine Runde. Da gucken wir mal gleich rein. Heupelle zu machen. Weil die bringen halt echt gutes Geld. Wir können mal auf dem Markt gucken. Das war hier hinten. Jetzt 295. Man kann die ja auch noch mit dieser komischen Halle in Säcke abfüllen, Palettenware draus machen. Gibt da wohl irgendwie nochmal mehr Geld. Wäre denn quasi dieser Apparillo hier. Gibt es dann noch so ein Abbunkerröhrchen an der Seite. Braucht 350 PS, also das ist gerade nicht so wenig. Die Premos hier ist eigentlich ein cooles Ding. Macht aber Wunder ohne Ende. Man könnte Heupellets auch verfüttern, das ist wiederum cool. Man kann sie auch noch den Tisch mit anbauen. Da kannst du mit einem Frontlader die Stroh oder die Heuquaderballen rauflegen auf dem Förderband. Und der zieht sich die Rinnen und macht daraus halt Pellets in seinem Bunker. Und dann fährst du mit dem Anhänger ran. Und dann kannst du die darin packen lassen. Nachteil ist, du musst halt hier einen Traktor vorab stellen, der die ganze Zeit läuft. Und naja, macht Riesenzauber. Ist eine coole Sache, aber. Ja, also machen, fett schon. Würde ich auch mal hier irgendwie mal machen. Weil wir haben große Wiesen. Da kann man mal eine schöne Heuschwatt in Pellets pressen. Ist mal was anderes. Ist ja nicht mal so schlecht. Und unterm Strich bringt das auch relativ gutes Geld, weil umsonst macht man das ja halt nicht. Und die Premos, die ist halt richtig teuer, ne? Also das ist schon ein richtig teures Ding. Wie gesagt, es gibt ja noch die Halle dafür, richtig mit Krananlage und Packstation, wo dann halt die Pelletsäcke auf Paletten gepackt werden und so. Ich muss mal kurz gucken, der Helfer. Okay, der ist voll da vorne. Müssen wir mal schnell abtanken fahren. Ja, also, ne? Ich glaube, der LKW hier ist bald voll. Ich glaube, zwei ganze Bunker passen hier nicht mehr rein. Naja, wobei. So, der ist voll. Jetzt noch den anderen Anhänger hier. Was ist denn mit dir? Wenn der Dröscher hier hinten in Helfermodus ist und. Ja. Macht ja auch Sinn. So, dann fahren wir mal hier schnell aus seinem Aktionsradius raus. Ah! Da fällt doch fast in der Karre rein. So, parken wir hier ab, denn wir wollen ja eigentlich hier weitermachen. Genau. So, mal gucken, wie viele Strohballen hier diesmal zusammenkommen.
sind ja auf 8. Dann bringen wir die gleich wieder in den Kuhstall rein, unter Dach. Oder, weil da liegen, da liegt noch ein Streifen, weil da liegen eigentlich genug. Theoretisch könnten wir die auch unter den Balllagerdach bringen hier, auf Kuhweide. Und dann packen wir die uns schon mal zur Seite für Mischration fertig bauen. Die Idee finde ich bald ein bisschen besser. So machen wir das. Silageballen haben wir theoretisch noch genug. Aber da können wir ein Feld nochmal Heu machen, eins nochmal Silage. Die kleine Wiese da unten bei den Pferde. Da machen wir auch Heu. Und da könnten wir dann vielleicht, so ja, obwohl da müssen wir dann mal schwadern für die Primus. Nee. Ja, siehst du, also musst du den ganzen Quatsch ganz schön doll beackern. Und unterm Strich weiß ich nicht, ob sich das denn noch lohnt, weil gut, für Eigenbedarf ist immer was anderes, als wenn wir es verkaufen. Deswegen macht sich die Presse, die wir haben, mit dem dicken Schwader vorne dran, halt eigentlich am besten. Aber, naja, gut. Wir können ja auch Strohpellet herstellen, aber die bringen halt nicht so viel, ne? Ich weiß ja nicht, ob man die nur verkaufen kann oder ob man die auch einstreuen kann. Oder ob man die in den Futtermischwagen mit drin schmeißen kann, das weiß ich halt nicht. Hab ich noch nicht ausprobiert. Ist in den Strohbergungs-Add-on mit dabei. Ja. So reicht wieder nicht genau. Macht nichts. Lad mal ab. Hallo. Plopp. Haben wir das schon mal? Das ist ja gut. So, dann packen wir die wieder weg. Und dann bringen wir die Ballen gleich hinten unterm Kuhstallschleppdach. So, da stehst du gut. Hängen wir uns das Gewicht hinten ran. So, müssen wir das schon mal umbauen. Komm, machen wir mal ordentlich. Packen. So. Vor allem, wo ist seine Fronthydraulik hin? Wo lässt er das? Ja. Plonk. Dann nehmen wir hier wieder unsere Supergabel und dann räumen wir da mal ein bisschen den Acker auf. Jawohl. Ach, mit die Ballen rumfummeln, macht Spaß. Mache ich sehr gerne. So. Da hinten liegen keine, okay. Tada! Wie viele haben wir denn gepresst hier? 1, 2, 3, 5 nur, wa? Ja, na gut.
heißt nur, das sind 8000 Liter Ballen. Auf das kleine Feld. Schon gar nicht so schlecht eigentlich. So. Hier lag ja keins mehr, ne? Nö. So, der Helfer hat auch schon wieder nach seiner Mama geschrien. Aber wenn wir hier fertig sind, wird der schon wieder voll sein. Die drei, stellen die zu die anderen Bienen und dann tanken wir schnell den Helfer ab. Dann bringen wir die zum Kuhstall. Die wieder schön rumgeballert. Da oben mit Abladerohr Richtung abgeerntetes Feld. Alter, hier steht noch so viel. Heftig. Also hier kommt richtig was zusammen diesmal. Hohoho. Wir haben schon 26.000 Liter Soja. Plus die 18 aus dem Lager oder Silo. Da dann Streifen stehen lassen. Die geht natürlich ja nicht. Aber Endkontrolle machen wir ja selber. Fahren wir nochmal eine Runde rum. Bei so einem krummen Acker kann ich ihm das eigentlich ja nicht übel nehmen. Ihm sei verziehen. So, mal gucken, ob das alles drin passt hier. So. Müssen wir nachher nur auf den Newton-Preis warten und dann alles schön verkaufen und dann sind wir reich und. Diesmal können wir leider keine Grasernte in Silageballen umwandeln und die verkaufen, weil dann müssen wir irgendwie anlegen für Futterherstellung. Okay, passt nicht ganz alle drin, aber wir bringen den trotzdem weg. 35.000 Liter ist ein ganz schöner Haufen. Bitte schon eine gute Ernte. Und da kommt dann noch ein bisschen was zusammen. Also so ist ja nicht. Ein komplettes Feld haben wir ja noch. Das Pferd da vorne steht ganz schön steil. Die bewegen sich echt nicht weg, ne? Das finde ich ein bisschen schade. So ist. Bin ich mal gespannt, ob ich alle drei gleichzeitig abladen kann. Ich glaube ja, ne? LKW und beide Anhänger, die haben, glaube ich, irgendwie reingepasst. Den Trigger hier muss ich mal gucken. Der LKW passt. Die Anhänger auch, bitte. Na denn. Raus damit. Oh ja, 50.000. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall den Kredit schon mal locker drin, weil unter 1.000 verkaufe ich sowieso nicht. Gut. So, dann fahren wir mal schnell wieder zurück auf den Acker. Da wird nämlich noch ein bisschen mal zusammenkommen und ich muss hier nämlich jetzt mit den Strohballen durch.
Und dann kommt er noch eh ins Feld. In der Zeit könnten wir dann vielleicht den Deutsch mal mit den Schnellwerkwagen holen, weil da vorne müssen wir wieder umbauen. Was der denn da? Rasante Rückwärtsfahrmanöver. Krass. Einfach krass, dieser Typ. So. Genau. Komm, den machen wir mal jetzt gleich. Hallo. Wenn wir schon mal da sind. Ist auch eigentlich so von der Form her ein richtig schöner Trecker. Schön viereckig. Der hat eine coole Farbe, finde ich. Also diese Dölzgrün gefällt mir. Ach, wir haben noch Licht an, B50 an, wa? Mal ausmachen hier, Batterie schon. Okay, springt noch an, gut. Wo war ich? Da. Strohballen wegbringen. Wirklich keine mehr, ne? Ja, sieht nicht so aus. Na gut, dann nehmen wir die da mit. Jetzt sind 40.000 Liter Stroh, also da kommt es schon eine Weile mit. Na, den Bike wohl mal anders, ein bisschen entspannter war. Da fahre ich hier rückwärts und dann so rum. Bleiben wir nirgendwo hängen. Genau. Upp, Alter, da hat er. Boah. Na, schwer. Zappelt dann schon rum über die Vorderachse da. So, wo lassen wir denn die? Einfach hier geradeaus drin, wa? Da so, hier so? Ja, ja, so, so. Oh, nicht so schnell. Ein bisschen Licht bringen hier. Dahin. Bupp. Locker lassen. Hallo. Abladen. So, liegen bleiben. Sag mal. So, dann schnell die Gabel wieder wegbringen. Hopp. So. Dann können wir theoretisch das Gewicht wieder umhängen und mal schnell Stroh bei die Kühe reinhauen. Weil da war ein bisschen wenig vorhin. Da war der Balken schon orange. Dann ist da wieder alt im grünen Bereich. Dann sollte der Helfer auf dem Feld auch schon ein ordentliches Stück weiter sein. Bin ich an, ja, fertig nicht, weil da fährt er noch. Hier liegen überall Gabeln rum. Eieiei. So, Stroh und Feuer frei. Alle und das nächste. Das war auch ein Anfang, nicht wahr? Haha. Da ist denn schon mal drin. Oh ja. Der letzte Rundballen, oder? Oder vernichten wir da jetzt schon einen Quaderballen? Okay, der Drescher ist schon wieder fast voll. So, Stroh ist genug da. Bei der Pferde ist alles schön. Gut, dann können wir hier ausmachen und dann. Guck ich mal kurz, wie das hier auf dem Acker aussieht. Okay, da oben sind ein paar Pünktchen. Also, da so. Da hat er was stehen lassen. Ansonsten hat er recht sauber gearbeitet, muss ich sagen. Kannst du nicht meckern.
Ein Bein frei, sagt dazu. Da lässt er noch was stehen, das ja, ich muss ja eh nochmal langfahren. Dann haben wir den Acker da hinten noch, aber den werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Und nachher gibt nochmal einen schönen Zusammenschluss oder einen Abschluss quasi, wie viel denn da zusammengekommen ist. Schauen wir mal. Ich mache das hier mal fertig. Dann lege ich darüber und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja, ja, ja. Tada! Die letzte Dreieck, dann sind wir mit der Sojaernte durch, Mensch. So, den letzten Rest fahre ich hier schnell alleine, denn der Helfer braucht so lange zum Umdrehen. Macht ja aber einen echt guten Job, muss ich sagen. Also, ich staune immer wieder, dass es so gut klappt. Auf diesen überhaupt mal ja nicht geraden, total krummen und schiefen Feldern macht der Helfer eine gute Figur. Gott sei Dank. Interessant wird es halt mit einem größeren Dröscher, wie der damit klarkommt, aber auch wenn du da zwei Runden als Vorgewende machst, dann kommt er damit klar. Also doppelte Schnellwerksbreite außenrum und dann klappt das eigentlich mit fast jeder Gerätschaft. So, hier haben wir nochmal 2000 Liter drin. Und der LKW ist auch fast voll. So, ja, das lohnt doch. Zwischendurch habe ich schon immer weggebracht. So, haben wir das. Ich würde sagen, wir bringen das hier. Das sind nochmal 30.000. Bringe ich erstmal in Silo. Und dann schauen wir mal, wie viel denn von den drei Feldern zusammengekommen ist. Plus das, was wir schon drin hatten. Ich glaube, könnte das ein verdammt gutes finanzielles Ergebnis werden, wenn wir dann zum guten Kurs den Soja verkaufen werden. Oh ja. Ich hatte auch schon überlegt, einen anderen LKW zum Verkaufen zu nehmen. Aber ich glaube, viel größer wie den wir haben, hier die Russenkuh, können wir ja nicht nehmen, weil wir kommen nirgendwo mehr lang gefahren nachher. Weil hier könnte man vielleicht noch rückwärts irgendwie ranfahren. Die würde theoretisch auch noch jedenfalls. Brauchen wir auch einen komplett anderen LKW, ne? Mal sehen. Leer machen, leer machen, leer machen. So, jetzt haben wir alles im Lager oder im Silo, besser gesagt. Auf allen Feldern steht nichts mehr und das ist sehr gut. 84.889. Dann pass mal auf, da ziehen wir jetzt die, was hat er gesagt? 18.681 mal ab. Dann haben wir 66.000 und ein bisschen. Ja, das lohnt aber. Wenn wir das zum Kurs und über 1,5 verkaufen, haben wir knapp 90.000 drin. Und das ist für eine Sojaernte schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ja. Schön, Mensch, freut mich. So, das Besteck noch wegbringen und dann ist hier die Ernte erfolgreich abgeschlossen. Fahren wir hier außen lang. So. Schön wendig, der W50, das ist echt ein Vorteil, den kleinen Hof hier. So, okay,
okay, beim letzten Mal haben wir ihn sauber abgeparkt und nun ist er wieder dreckig. Macht ja nichts. Nee, 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 ja. Zumindest die Felder noch leerräumen hier. Das ist doch noch machbar heute. So. Dann holen wir den hier mit seinem Schneidwerkwagen. Aber ich muss sagen, unterm Strich ging es doch schneller als gedacht. Gut, der Helfer, der nimmt halt viel Arbeit ab, ne? Nebenbei ein bisschen Stroh gemacht und so. Passt schon. Na, nimmt er das so? Ich hoffe doch. Theoretisch können wir das an dem Drescher selber direkt wieder ranhängen. Bloß dafür liegt er zu mittig, oder? Schauen wir mal. Bringen wir erstmal den Dreschkasten schnell beiseite. Also von hier drin sieht es echt flott aus, was wir hier fahren. 45 km/h. Ja. Also Innenansicht ruckelt wie die Pest. Ich weiß nicht warum, war schon immer so. Ja. Werde ich mich im LS wahrscheinlich auch nie dran gewöhnen können, in der Innenansicht zu fahren, weil das ist einfach... Nee. Dröscher. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Wieder ausgemacht. Sieht komisch aus, geht aber so. Dann fahren wir das Ding noch nach Hause, da wo er wohnt. Sauber machen tun wir jetzt nicht, weil bei der nächsten Ernte wird er eh wieder schmutzig. Wir fahren noch schnell vor dem Verkehr hier. So, schön vordrängeln. Einwandfrei. Also das Feld hier drüben hat richtig geschafft. Da kam so viel runter, ey, Wahnsinn. Also Kredit kriegen wir locker abbezahlt. Was habe ich als nächstes? Einen neuen Dröscher. Okay, das könnte vielleicht ja, ein Schneidwerk könnte drin sein. Danach vielleicht noch, aber ein neuer Dröscher noch nicht. Wenn nicht, müssen wir wirklich mal die staatliche Subventionen in Anspruch nehmen. Mal gucken. Weil mit Sojabunde oder Sojabunde, genau. Mit Silageballen verkaufen ist ja auch schlecht. Da würde der für was anderes nutzen wollen. Aber gut. So. Hier wollte ich eigentlich her. Okay, Leute. Der Apparillo hier, der hat eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Würde ich sagen, sollte für heute sein. Gut geschafft. Komplette Ernte drin. So, ja, Hafer direkt an die Pferde verfüttert und das Stroh eingelagert. Da im Ballenlager, unterm Schleppdach. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier die Felder wieder schick. Oder ich mache das nebenbei. Und dann mähen wir hier den ganzen Gras runter. Machen aus einer Wiese, machen wir Heu. Wahrscheinlich aus der hier Heu. Und aus der anderen Silage. Und aus die da hinten... Hatten der Schwarze gerade gehabt da. Aus die da hinten machen wir... Ja, was machen wir da? Machen wir da Silage zum Verkaufen? Ne, da machen wir Heu für die Pferde. Was wir haben, haben wir. So, aber das sollte für heute erstmal sein. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir was verkaufen.
Je nachdem, wie der Preis steht, vielleicht spule ich auch vor, bis der Preis gut ist. Schauen wir mal. Also, bis dahin, rein die Hauen.